Vollmondnacht im Wald der Wölfe. Damit das Rudel seinen mächtigen Häuptling Lupos zu Gesicht bekommen kann, müssen sieben magische Wölfe aufgespürt werden. Das gelingt nur, wenn ihr gemeinsam die Aufgaben der verschiedenen Orte erfüllt. Bereitet zunächst den Spielplan vor, indem ihr die Waldplättchen mischt und dann in zufälliger Anordnung auf die freien Lauffelder verteilt. Die Ortsplättchen werden nach Schwierigkeit sortiert, im einfachen Spiel nehmt ihr Stapel 1 und Stapel 2 zusammen, im mittleren Spiel 1 und 3 und im schwierigen Spiel die Stapel 2 und 3. Die gewählten Plättchen werden dann alle zusammen in diesen Beutel gegeben und gut durchgemischt, drei davon werden gezogen und auf die entsprechenden Orte gelegt, jeder Ort zeigt dabei eine eigene Aufgabe, die vorgibt, welche Wölfe zu diesem Ort gezogen werden müssen, damit die Aufgabe als erfüllt gilt. Hier bei der Mühle sind das die beiden großen Wölfe. Der Turm verlangt die beiden kleinen Wölfe und einen großen Wolf. Und die Brücke schließlich einen kleinen Wolf und einen beliebigen weiteren Wolf. Um zu den Orten zu gelangen, müssen die Wölfe gleich durch den Wald laufen. Dazu gibt es dann hier diese Laufplättchen 15 in Blau. Die werden in den zweiten Beutel gegeben und gut durchgemischt. Die sechs gelben Plättchen können dann während des Spiels hinzugewonnen werden. Außerdem wird von jeder Lupus Plättchenart ein Plättchen offen ausgelegt, die anderen bleiben verdeckt als Stapel liegen. Die Spieler sind reihum am Zug, spielen aber kooperativ. Der erste Spieler zieht das erste Laufplättchen aus dem Beutel. Es bestimmt, bis zu welchem Feld ein Wolf maximal gezogen werden darf. Dafür entscheidet sich der Spieler zunächst für eine Richtung und läuft dann in dieser Richtung eben maximal bis zum nächsten freien Feld mit dem Symbol, das vom Plättchen vorgegeben wurde. Jederzeit darf die Bewegung auch auf einem Feld davor beendet werden. Das Plättchen kommt dann hier oben auf die große Waldlichtung und der nächste Spieler ist dran, das heißt, das nächste Plättchen wird aus dem Beutel gezogen, es zeigt diesmal die Pilze, der Spieler, der jetzt am Zug ist, muss sich wieder für einen der vier Wölfe entscheiden und ihn dann, wie hier das Plättchen vorgibt, maximal bis zum nächsten freien Pilzfeld nach vorne ziehen. Der Spieler an der Reihe entscheidet sich jetzt hier einmal für einen der beiden kleinen Wölfe und zieht in die gleiche Richtung, die auch schon der große Wolf eingeschlagen hat. Auf diese Weise besetzte Felder zählen bei den Bewegungen anderer Wölfe nicht mit, das heißt diese Felder dürfen dann direkt übersprungen werden, auf diese Weise sind dann schon erstmalig schnellere Bewegungen im Wald möglich. Spieler 3 ist der Nächste, er zieht das nächste Plättchen, es zeigt den Baumstumpf. Der Nächste befindet sich direkt vor dem Startfeld, der Nächste Spieler zieht erneut einen Baumstumpf aus dem Beutel und wird die Richtung nun beibehalten können, alle Wölfe, egal welcher gewählt wird, hier vorne dieses Plättchen erreichen. Die Wölfe sind keinen Spielern zugeordnet, der aktive Spieler kann also immer frei wählen, welchen Wolf er ziehen möchte. Landet er auf so einem Waldplättchen, wird dieses nun auf die Rückseite gedreht. Dort zeigt es entweder einen Bonus oder ein Ereignis. Hier in diesem Fall darf dann ein beliebiger Wolf sofort bis zum nächsten Stein gezogen werden. Das könnte dann auch ein Stein auf einem Plättchen sein, das dann ebenfalls wieder aufgedeckt wird. Dieses zeigt hier auf der Rückseite ein gelbes Plättchen mit Pilzen. Das entsprechende Plättchen wird aus dem Vorrat genommen und mit in den Beutel gegeben. Die Spieler haben also jetzt noch mehr Bewegungsfreiheiten. Zeigt so ein erreichtes Waldplättchen auf der Rückseite ein Eichhörnchen, dann haben die Spieler Pech. Sie müssen ein Laufplättchen aus dem Beutel ziehen und es ungenutzt zur Seite legen. Aufgedeckte Waldplättchen kommen übrigens immer aus dem Spiel. Die Felder werden dann fortan bei der Bewegung übersprungen. Dieser Wolf trifft hier auf eine Spinne und Wölfe haben Angst vor Spinnen. Flucht ist angesagt, zurück zum Start. Der nächste Spieler zieht ein besonderes Laufplättchen, es zeigt hier so einen See. Die kleinen Wölfe möchten spielen und zwei kleine Wölfe werden ja hier an diesem Ort benötigt. Der Spieler muss nun einen der beiden kleinen Wölfe zu einem See ziehen, also zum Beispiel hierher. Reihum ziehen die Spieler also immer ein Plättchen aus dem Beutel und führen dann die Bewegung aus. Schlechte Plättchen sind diese Eulenplättchen. Da gibt es keine Bewegung, stattdessen wird die Eule auf einen noch freien der drei Bäume gelegt. Wird der dritte Baum besetzt, endet bereits die Runde, das wollen die Spieler ja noch nicht. Gut, wenn dieses Plättchen aus dem Beutel gezogen wird, die fliegende Eule. Eine bereits ausliegende Eule kommt dann erst einmal wieder zurück in den Beutel. Jederzeit können die zur Verfügung stehenden Lupus-Plättchen einmalig eingesetzt werden, das mittlere entfernt dann ebenfalls eine Eule, das ganze rechte Plättchen zeigt einen heulenden Wolf. Dieser Wolf hier ist bereits an einem Ort angekommen, dessen Aufgabe weitere Wölfe verlangt. Nun könnte man die Wölfe über normale Bewegungsaktionen zum Ort bringen, oder man setzt dieses Plättchen mit dem heulenden Wolf ein. Der Wolf ruft dann einen beliebigen anderen Wolf zu sich, der kann dann direkt auf das Feld vorgezogen werden. Als drittes mögliches Lupus-Plättchen steht die Höhle zur Verfügung. Sie kann während der Bewegung eines Wolfes eingesetzt werden, um ihn von einer Höhle zur anderen Höhle springen zu lassen. Von dort aus kann er dann seine Bewegung bis zum gezogenen Symbol fortsetzen. Sollten sich alle Wölfe, die durch eine Aufgabe vorgegeben werden, dann am betreffenden Ort befinden, so ist die Aufgabe erfüllt. Die Wölfe treffen nun auf einen magischen Wolf. Dieser wird dann auf einen freien Platz des Wolfsfelsen gestellt. Zur Belohnung erhalten die Spieler nun ein neues zufällig gezogenes Lupus-Plättchen, das sie dann ab sofort wieder im Spiel einmalig einsetzen können. Noch einmal zur Erinnerung: jederzeit dürfen Bewegungsschritte verfallen. Auch wenn der Spieler hier bis zu den nächsten Pilzen nach vorne ziehen dürfte, kann er seine Bewegung auch einfach hier schon auf diesem Ort beenden, wenn er das möchte. Der zweite große Wolf, der für die Aufgabe nötig ist, kann dann über weitere Bewegungsaktionen hinzugeholt werden oder eben wieder über ein Lupus-Plättchen. So kommt dann auch dieser magische Wolf auf den Wolfsfelsen. Eine Runde endet, wenn entweder die dritte Aufgabe erfüllt wurde, oder aber, was weitaus häufiger passiert, die dritte Eule aus dem Beutel gezogen wird. Eventuell noch ausliegende Orte werden nun vom Spielplan entfernt. Das Rundenende wird markiert, indem nun eine Eule hier oben auf den Baum des Wolfsfelsen gesteckt wird. Vier Runden dürfen die Spieler maximal spielen. Zu Beginn der neuen Runde werden dann erst einmal wieder drei neue Orte aufgedeckt. Sie bestimmen erneut, welche Wölfe dann wohin gezogen werden müssen, um weitere magische Wölfe herbeizurufen. Alle gezogenen Laufplättchen inklusive der hinzugewonnenen gelben kommen zurück in den Beutel und das Spiel geht weiter wie eben beschrieben. Wird in Runde 4 die letzte Eule gezogen, bevor der siebte magische Wolf erschienen ist, haben die Spieler gemeinsam verloren. Schaffen Sie es hingegen vor Ablauf der vierten Runde, den siebten magischen Wolf zu rufen, gewinnen Sie gemeinsam. Laut heulend können Sie zusammen Ihren Häuptling Lupos begrüßen. Weil der Wolf ist ein herausforderndes, kooperatives ja, was eigentlich. Die Altersangabe ab sieben Jahren und die Aufforderung zum Wolfsgeheul lassen auf ein Kinderspiel schließen. Das Spiel ist aber auf jeden Fall auch gut mit Erwachsenen spielbar, sodass es auf jeden Fall als gehobenes Kinderspiel ja eigentlich als Familienspiel einsortiert werden kann. Die Regeln sind simpel, dennoch muss taktiert werden, um die Wege effizient zu nutzen. Das Lotterieelement beim Ziehen der Laufplättchen ist natürlich glückslastig, sorgt aber auch zunehmend für Spannung, denn die dritte Eule möchte niemand so schnell ziehen. Ja, es kann passieren, dass eine Partie auch mal verloren wird, weil diese Eulen einfach zu schnell hintereinander gezogen wurden, aber dann lässt sich gut ein neuer Versuch starten, denn das Spiel ist in gut 30 Minuten spielbar. Zieht man dennoch partout die falschen Plättchen, ist manchmal etwas Frustresistenz gefragt. Da man hier aber stets gemeinsam gewinnt oder verliert, fällt das weniger ins Gewicht. Allerdings kann es schnell passieren, dass sich Alpha-Spieler herauskristallisieren, die dann den anderen, die gerade jeweils am Zug sind, aufdiktieren, was sie am besten tun sollten. Hier sollte man darauf achten, dass, obwohl man kooperativ spielt, jeder seine eigenen Entscheidungen treffen können sollte. Im Herzen ist das Spiel wohl ein Solospiel mit Mehrspieleroptionen, aber es funktioniert dann auch mit jeder Spieleranzahl. Und sind wir mal ehrlich, im Spiel zu mehren kommen einfach mehr Emotionen auf als im Spiel alleine. Beides ist aber möglich. Das Spielmaterial ist wie von Queen Games gewohnt top, alles ist hochwertig und schön illustriert. Die blaugrüne Optik des Spielplans mag jetzt nicht auf den ersten Blick alle Kids ansprechen, wenn aber erst einmal die Spielstory bekannt ist und man weiß, dass es sich hier um eine Vollmondnacht im Wald handelt, dann passt die Gestaltung schon perfekt. Wald der Wölfe kam in unseren Testrunden, in Familienrunden mit Kids, aber sogar auch unter Erwachsenen gut an. Wer actiongeladene Spiele oder Spiele mit außergewöhnlichen Mechanismen sucht, der mag vielleicht andere Spiele bevorzugen. Wer hingegen ruhige, taktisch geprägte Laufspiele mag, der sollte sich den Wald der Wölfe unbedingt mal anschauen. Ich jedenfalls spiele auch als Erwachsener immer wieder gern mit, zumal das Spiel auch stets die nötige Spannung aufbaut, es immer wieder neu spielen zu wollen. Von mir gibt es daher sehr gute 8 Kultpunkte und eine ausführliche schriftliche Rezension auf unserer Webseite www.spielkult.de.